Heute wollen wir einfach einen Ausflug machen, ein paar Sachen besorgen, zum Beispiel Schwefel und Dinge erledigen, die auf dem Weg liegen, wie zum Beispiel Zaubern freischalten. Oder da vorne gleich können wir den Obelisken auch freischalten. Da hinten ist er. Ich habe leider noch keine Sandsturmmaske. Das bedeutet, wir müssen. Eieiei. Da kommt freischalten. So. Wir können hier vorne. Das bedeutet, wir können hier vorne noch keinen Schwefel holen und müssen ein bisschen weiter weggehen. Na, da wir gerade hier in der Nähe sind. Ach, schau mal. Da ist ein ketanischer Händlerwagen. Gut. Gut zu wissen. Da gibt es ja einige Zauberer auch in dem Camp. Da können wir ganz gut mal nachgucken. Oh, Nashorn Baby. Ja, also wir nehmen einfach so ein paar Kleinigkeiten mit, denke ich, die auf den Weg legen. Zum Beispiel hier. Steigt mal ab. Bei Muriellas Hoffnung können wir hier was lernen. Neues Emote. Können hier hochgehen und können Kochrezepte lernen. Kochspezialist 7. Gucken wir mal gerade, was das ist. Kochspezialist 7. Wir suchen das einfach mal. Ich glaube, es ist unter überliefertes Wissen. Genau, das haben wir gelernt. Chili, Gelblotus, Eissurprise. Können wir hier wieder runter? Möglichst ohne runterzufallen. Pferd. Kannst du mal da unten hingehen? Danke. Blessings of Mitra upon you, Pilgrim. Are you come to this land to seek atonement for the sins of your past life? Perhaps not. No. You have the haunted look of one who seeks dominion or escape, or both. Those paths are dead ends, Pilgrim. The path of Mitra is the one true path. Okay. Mehr haben wir hier nicht. Also hier unten könnte man noch irgendwo Schlangeneier bekommen, wenn man Schlangen ausbrüten will. Hier unten liegen die irgendwie versteckt. Gucken wir mal. Wobei, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie Schlangen auszubrüten aktuell. Da sind die Schlangeneier. Ah, wir haben keinen Kühlschrank zum Aufbewahren, aber ja, liegt am Weg. Dann geht die Reise weiter. Da oben drauf könnten wir gehen, um eine erste Waffe zu bekommen. Also eine vielleicht etwas bessere Waffe als die, die wir im Moment haben. Der Aufgang ist da, oder ist auch eine Schlange. Ja, an der können wir aber, glaube ich, vorbei. Da geht es, glaube ich, hoch. Bleibst mal bitte hier stehen. Ich gehe da mal gucken. Da ist die Schlange. Au. Lange haben wir. Ne, haben wir gerade so überlebt. Da nehmen wir natürlich mit, was wir kriegen können. Und wenn wir hier hochgehen, dann können wir mal gucken. Es sollte aber ganz geheilt sein, dass wir vielleicht hier die Waffe bekommen. Ich glaube, es ist eine Beweglichkeitswaffe.
die er für uns hat hier. Bin jetzt aber nicht ganz sicher. Da hinten steht er. Nicht die passenden Waffen. Blutungsschaden können wir eben nicht beibringen. Aber schauen wir mal. Ja, das geht schon. Oh ja, das ist einfach hier. Nice. So, was haben wir hier? Er hat immer das Auge des Wächters, immer die gleiche Waffe. Rüstungsdurchdringung, Gesundheitsschaden 36. Aktuell habe ich mir hier so ein nemidisches Katana geschmiedet. Geschmiedet. Das hat Gesundheitsschaden 15, also das andere ist mehr als doppelt so gut. Hat etwas weniger Rüstungsdurchdringung. Gibt mir Kälteresistenz, Verkrüppeln. Also das ist für einen Anfang schon wirklich eine ganz gute Waffe. Da kannst du echt nicht meckern. Das nehmen wir schon alles jetzt mit. Ich glaube, eine Kiste gibt es hier nicht. Aber ich gucke gerade vorsichtshalber nochmal nach. Aber nee, er hat keine Kiste. Das ist eigentlich alles, was wir hier bekommen. Also das ist so eine der einfachsten Möglichkeiten, zu Beginn eine etwas bessere Waffe zu bekommen. Ja, es ist leider eine stärkere Waffe. Ne? Ja. Aber gut, könnte für uns trotzdem passend sein. Wir waren eben hier bei Muriellas Hoffnung, sind hier irgendwie so durchgeritten, also hier hinten so durch, so krumm. Muriellas Hoffnung, jetzt sind wir beim südlichen Aquädukt. Wir gehen jetzt weiter hier dann den Fluss runter in diese Richtung hier. Also ich habe ihn da oben auch schon in einem meiner Let's Plays mit Steindolchen gemacht. Das hat natürlich bedeutend länger gedauert und war bedeutend schmerzhafter, sagen wir mal. Hier können wir auch zum Beispiel so die ganzen, wie nennt man das, Echsen, die hier sind, könnten wir mitnehmen. Die geben relativ gut XP auf. Ja, da zurück gehen wir nicht. Zurückgehen wir deswegen nicht. Ich glaube, die Echsen sind noch praktisch in der anderen Richtung vom Fluss. Spinnen. Lass du mein Pferd in Ruhe. Nice. So, wir wollen natürlich das gelbe Zeug haben. Das Wundsekret wollen wir auf jeden Fall haben. Das Wildfleisch nicht unbedingt. Warum gehe ich rückwärts? So. Da haben wir wieder Wundsekret. Sehr schön. Apropos Pferd. Ich hatte nach Namen gefragt und einige haben auch Namen genannt. Und zwar waren Vorschläge waren Olaf, Luise? Nee, eigentlich stand da Lucy oder so. Ich glaube, Luise war gemeint. Hottelhü. Und Ferdinand mit PF am Anfang. Die vier habe ich jetzt aktuell zur Auswahl. Ich finde, dieses Pferd sieht eindeutig aus wie eindeutig ein Olaf, oder? Also nennen wir dich mal Olaf. Weiter geht die Reise. Ach so. Das sind hier, das haben wir jetzt eben nicht freigeschaltet. Das machen wir ganz kurz. Da sind halt viele Spinnen drin. Webers Ende. Kleiner Dungeon auch. Mit einem, wie ich finde, eher unangenehmen Boss. Hier, da.
Okay. Hier gibt's immer Babykrokodile normalerweise. Müssten die hier rumkriechen? An dieser Stelle. Oder da hinten, ein Stück weit da hinten eventuell. Ja, genau, da hinten dürften die Babykrokodile sein. Und da ist ein Mama-Krokodil. Hier haben wir das. No? Ja. Eventuell sind die Kleinen jetzt schon weggelaufen. Ja, da sind sie, da. Da könnt ihr euch Babykrokodile holen, wenn ihr wollt. Sind sie nicht süß? Wenn sie so klein bleiben würden, das wäre schon schön. Hier haben wir einen Krokodilboss. Er lohnt sich insofern, als du von ihm einen Schlüssel für Truhen bekommst. Aber den lassen wir jetzt mal. Da oben drauf ist ein Dafari-Camp. Da kann man ganz, ganz selten mal einen Named Rüstungsmacher finden. Also bei mir war es super selten. Aber ja, möglich. Und da oben gibt es auch etwas, was man lesen kann. Olaf ist doch da. Ja, Olaf ist da. Gut. Ja, da geht es zu dem Dafari-Camp rein und... Hier auf dieser Hand, die Hand des Schöpfers, holen wir uns kurz das neue Emote. Komm her! Upsi! Jetzt nicht Aloe ernten. So. Wir haben zwei Punkte. Einen Punkt haben wir. Dann haben wir Beweglichkeit bald voll. Olaf, ich glaube, wir reiten mal wieder eine Strecke. Unser nächster Step ist etwas weiter hinten. Easy peasy. Was? Euch haben wir auch alle mitgebracht? Mein Gott. Gott, Gott, Gott. Hier haben wir eine Höhle. Ist aber jetzt nicht wirklich so wahnsinnig spannend hier drin. Und es ist gerade auch super dunkel hier drin. Hi. Aber was man hier kann, man kann hier gut Kristalle ernten, wenn man Kristalle braucht, ja? Zeigt mir das jetzt nicht an. Hä? Sind die im Nirvana verschwunden, die Kristalle? Was ist das denn? Wieso nimmt er das hier? Ach, da oben sind die Kristalle, ja. Mit der Spitzhacke können wir hier auch reichlich Kristalle ernten. Das sieht man hier ganz gut, ne? Und es ist jetzt nicht wirklich super gefährlich hier. Also auch gerade am Anfang. Aber wir wollen ja eigentlich Schwefel ernten und keine Kristalle. Wir sind jetzt schon... gleich in der Nähe, da wo wir hinwollen. Humpty Dumpty, ich glaube, wir gehen mal hier runter. Oh.
da oben gibt es auch noch irgendwie so ein Lager, wo wir was lernen können. Oder wo es ein bisschen Geschichte gibt, irgend sowas. Und hier haben wir eine ganz wichtige Höhle. Das Schieferrückenheim. Was ist mit dir? Warum bewegst du dich nicht? Jetzt hat er sich bewegt. Wir können... Olaf ist doch mitgekommen, ne? Ah, da ist Olaf. Okay, du bleibst bitte hier stehen. Und wir gehen hier durch. Wir können hier im Grunde genommen durchrennen. Wir können die ignorieren. Die kommen nicht hinter uns her. Und gehen hier hoch. Und lernen hier zaubern. Jetzt haben wir hier auch erhalten den Zauberstab und das Buch von Kurak. Und wir haben hier Jutebeute zum Zaubern erhalten. Ja, das war's, glaube ich. Und mit unserem Zauberstab können wir jetzt machen... Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich, bin ich gleich total überlastet. Können wir jetzt unseren ersten Zauberspruch hier machen? Ich hätte das natürlich freischalten sollen, ja, der Klassiker. Kann ich jetzt die Reise noch freischalten? Also ich und die Reisen, das ist, ja, ist so eine Sache für sich. Steinmetz, Schmied, Rüstungsmacher, Gerber. Nö, ich finde den Zauberer jetzt gerade gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir jetzt zaubern. Unseren ersten Zauberspruch hier machen. Raum und Zeit oder Kräfte der Natur. Wir wollen hier die Kräfte der Natur und wir wollen die Brücke aus Eis. One and three. Und die macht es möglich, dass wir hier rüber gehen können. Yay. Sehr gut. Und hier gibt es einen Haufen Kisten, die wir ausplündern können. Und da haben wir noch... Was haben wir hier? Oh ja, ich sehe schon, das wird wieder schwierig. Ein Doppelschwert, nicht schlecht für einen Anfang. Stahlpickel ist natürlich gut. Ich werde das irgendwie versuchen, alles mitzunehmen. Soweit es geht. Und die Sachen... Da wir jetzt hier auf einem offiziellen Server spielen, also offiziell mein Server, schmeißen wir, also alle Kisten mache ich leer, ne, damit hier wirklich neuer Spawn stattfindet. Ja, Deko, stählerner Kriegshammer, ja, Stahlsichel, nice. Und jetzt schleichen wir hier schon durch die Gegend zur nächsten Kiste. Da war sogar ein Schatz drin. Das ist ein Schatz. Okay. Irgendwie, letztens meinte jemand, ich habe irgendwie eine Kiste übersehen. Wahrscheinlich habe ich die diesmal auch wieder übersehen. Da ist noch eine Kiste. Oh, es wird schwierig. Ja gut, diese Radiumfackeln. Wir nehmen erstmal alles raus natürlich wieder. Nachtauge, Aloe, Wasserkugel, noch eine Stahlsichel. Das ist ja ganz nice. Und dann schmeißen wir einfach die Sachen, die wir nicht haben wollen, schmeißen wir weg. Ne? Das schmeißen wir raus. Was will ich denn wohl nicht haben? Deko würde ich schon nehmen wollen.
Ja, die Radiumfackeln, die mag ich nicht. Die können wir rauswerfen. Ui, 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 ui. Nachtauge-Trank. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich gebe es ganz offen zu. Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? So, hier ist jetzt aber auch nichts weiter mehr. Und sollte ich irgendwas vergessen haben, dann, ja, schreibt es halt in die Kommentare. Da war noch diese Truhe irgendwo, wo auch immer. Aber ich sehe hier keine weitere Truhe. Dann, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich besser ist. Dann können wir uns hier einen Rückweg machen. Man kann hier übrigens auch rüberklettern. Ist nicht so einfach, geht aber. Sehr gut. Der Nachtauge-Trank ist ja echt krass. Eieiei. Hier in den Kisten ist nichts drin. Ey. Das ist eine Show. Ja, gut. Dann raus hier. Ich hoffe, die Wirkung hört bald auf. Oh Gott. Schnellstapeln bringt nicht viel. Nimm mal alles zurück. Na, dann kriegst du mal dein Futter wieder. Und dann sagen wir hier mal nach Gewicht absteigend. Die Bücher sind so schwer? Echt krass. Ja gut. Schwaches Aloe. Mhm. Ja gut, alles was schwer ist, da rein. Ich kann mich wieder bewegen, aber ich bin komplett 99% voll. Das heißt... Haben wir noch irgendwas hier in der Nähe, wo wir sagen, das würden wir lernen wollen oder so? An und für sich nicht. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Seht euch dann dort. Jo, wir haben alle Sachen nach Hause gebracht und jetzt reiten wir mal hier nach Sepameru und lassen uns bei Conan in der Kneipe. Hier haben wir auch so einen Wagen noch. Ja? Ach klar, ja, das wissen wir ja. Wir lassen uns bei Conan in der Kneipe die Verderbnis wegtanzen. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber meine Orientierung in Sepameru ist nicht gut. Vorsichtig ausgedrückt, nicht gut. Hier ist Conans Kneipe. Genau. Es ist ein Ort, den ich mir persönlich markieren muss. Wie gesagt, ich verliere immer die Orientierung in Sepameru, obwohl ich alles genau kenne. Also, ja. Aber jetzt können wir hier wahlweise ein langes Gespräch mit Conan führen. Oder wir gucken hier einfach ein bisschen zu und lassen uns die Verderbnis wegtanzen. Vielleicht kann ich ein bisschen mittanzen. Dann tanzen wir mit. Ciao, Conan. Übrigens nett, dass du mich damals gerettet hast. Das können wir hier lesen. Damit haben wir ganz viele Emotes gelernt für Gespräche. Sind unsere Verderbnis wieder los? Das finde ich immer sehr schön. Und können jetzt eigentlich weiterreiten. Aber ich glaube, das war für heute erstmal genug für diese Folge. Ja, das mit dem Schwefel verschieben wir einfach aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.